In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen 3D-Drucker in einen Plotter mit der Option zum automatischen Wechsel der Stifte verwandeln könnt. Der von mir verwendete Drucker ist ein Modell der ZoneStar P802-Serie, die ich in vorangegangenen Videos im Detail gezeigt habe. Für erste Tests habe ich einen einfachen Stifthalter mit dem ZoneStar gedruckt. Als Material verwende ich PLA. Die Schichtstärke ist auf 0,2 mm gesetzt, womit das Bauteil nach etwa 4 Stunden fertig ist. 4 zusätzliche 3 mm Schrauben und die beiden Schrauben des vorderen Lüfters werden zur Fertigstellung neben dem gedruckten Teil benötigt. Mit den 4 Schrauben an den Ringen kann der Halter auf Stifte mit unterschiedlichem Durchmesser angepasst werden. Dabei muss sich der Stift in Längsrichtung leicht verschieben lassen, um Unebenheiten in der Oberfläche ausgleichen zu können. An dem Stift habe ich eine M10er Mutter mit etwas Heißkleber angebracht, diese erfüllt zwei Funktionen. Zum einen wird verhindert, dass der Stift nach unten herausfallen kann, und zum anderen sorgt das Zusatzgewicht dafür, dass der Stift mit ausreichend hoher Kraft auf die Oberfläche drückt. Montiert wird der Stifthalter anstelle des vorderen Lüfters. Die Stromleitung des Lüfters habe ich mit einem verpolungssicheren Stecker versehen, um diesen komplett entfernen zu können. Wie zu sehen, ragt die Spitze des Stiftes deutlich über die Spitze der Düsennadel des Druckkopfs hinaus. Der Endschalter der Z-Achse muss daher in einer anderen Position ausgelöst werden als beim Drucken. Daher habe ich unterschiedlich lange Abstandshalter gedruckt, um die Nullposition anpassen zu können. Der jeweils passende Abstandshalter wird an der Schraube angebracht, welche den Z-Endschalter auslöst. Die Nullposition muss so eingestellt werden, dass der Stift bereits 2-3 mm oberhalb dieser Position auf der Oberfläche aufsetzt, dadurch wird sichergestellt, dass Unebenheiten beim Plotten ausgeglichen werden. Somit ist die erste Umrüstung fertig und der Drucker bereit zum Plotten. Wie gewohnt wird die auf der SD-Karte gespeicherte G-Code-Datei über das Druckermenü angewählt und der Druck gestartet, der nun aber ein Auftrag zum Plotten bedeutet. Im Gegensatz zum 3D-Drucken sind beim Plotten nur wenige Parameter zu beachten. Erstens der Hub des Stiftes, also um wie viele Millimeter der Stift angehoben werden muss, um zuverlässig über der Oberfläche bewegt werden zu können, beziehungsweise wie tief der Stift abgesenkt werden muss, um zuverlässig auf der Oberfläche zu zeichnen. Zweitens muss eingestellt werden, wie schnell der Stift maximal auf der Oberfläche bewegt werden darf, um noch zuverlässig schreiben zu können. Drittens ist die maximale Geschwindigkeit einzustellen, mit welcher der Stift von einer zur nächsten Linie über der Oberfläche bewegt werden darf. Die Schreibgeschwindigkeit habe ich bei diesem Plot auf 30 mm pro Sekunde gesetzt. Leerfahrten werden mit 100 mm pro Sekunde ausgeführt. Und der Hub beträgt 10 mm. In der Repetier-Firmware ist die Maximalgeschwindigkeit der Z-Achse auf 2 mm pro Sekunde gesetzt. Um schnelleres Anheben und Absetzen des Stiftes zu ermöglichen, habe ich diesen Wert über das Druckermenü auf 100 mm pro Sekunde erhöht. Der Plot ist mit diesen Einstellungen nach etwas mehr als 2 Minuten abgeschlossen. Damit Anfangs- und Endpunkte der Linien stimmen, muss der Stift in dem Halter gut justiert sein, da ansonsten die Spitze zu großes Spiel aufweist. Die G-Code-Dateien erzeuge ich mit Hilfe eines Perl-Skripts aus Dateien im Format Scalable Vector Graphics, die von gängigen Programmen zur Bearbeitung von Vektorgrafiken im- und exportiert werden können. Ich verwende LibreOffice Draw. In dem Grafikprogramm müssen alle Pfade vor dem Exportieren in Polygone umgewandelt werden, Details hierzu gibt's auf meinen Seiten. Der Drucker kann über die USB-Schnittstelle auch direkt angesprochen werden. Mit einem kleinen Kommandozeilenprogramm kann ich G-Code-Befehlszeilen direkt an den Drucker senden. Somit können Koordinaten einzeln übermittelt werden, eine schöne Demonstration zur Funktionsweise von CNC-Maschinen und eine praktische Anwendung für den Mathematikunterricht. Die Koordinaten für ein Dreieck lassen sich recht einfach errechnen und sind schnell eingegeben.
Vom Dreieck? Über ein Viereck? Und Achteck nähert sich die Form schrittweise einem Kreis an. Komfortabler wird's, wenn die Koordinaten per Software errechnet und in einer Datei abgelegt oder zeilenweise zum Plotter übertragen werden. Einen angenäherten Kreis bestehend aus 100 Ecken manuell einzugeben wäre recht zeitaufwendig. Über das Kommandozeilenprogramm kann eine zu plottende G-Code-Datei per USB an den Drucker gesendet werden, der Umweg über die SD-Karte ist damit nicht nötig. Die sehr einfache Hardware-Umrüstung ergibt ein gutes Werkzeug zum Lernen und Lehren der Softwareprogrammierung von CNC-Maschinen sowie von Geometrie im Allgemeinen. Die drei Achsen des ZoneStar stehen orthogonal aufeinander, die Punkte im Raum entsprechen somit direkt denen im kartesischen Koordinatensystem. Die Mathematik hinter der Bewegung des Plotters ist somit nicht allzu komplex. Als nächstes habe ich den ZoneStar wieder zum Drucken zurückgerüstet, um weitere Teile herzustellen. Wie häufig beim Prototyping gilt, der erste Entwurf ist nicht der finale, die hier zu sehenden Teile haben sich als zu breit erwiesen. Der zweite Anlauf funktioniert. Die neue Halterung für den Stift habe ich so konzipiert, dass dieser automatisch gewechselt werden kann. In einer ersten Version habe ich den Stift innerhalb eines Alu-Vierkantrohres mit einer Kantenlänge von 20 mm befestigt, sowas habe ich immer in meinem Bastelkeller herumliegen. Mit gedruckten Vierkantrohren klappt's auch, allerdings mit etwas geringerer Präzision beim Plotten. Die Vorteile sind, dass man die Abmessungen frei wählen kann und weniger Teile zukaufen muss. Die von mir verwendeten Stifte habe ich auf 12 cm gekürzt, diese müssen beim Plotten unter die geparkten Stifte in den Halterungen passen. Das Vierkantrohr wird von dem neuen Halter geführt, der über 4 Schrauben justiert werden kann, um das Spiel klein zu halten. Anstelle der zuvor verwendeten Mutter sorgt jetzt ein gedrucktes Bauteil dafür, dass das Vierkantrohr nicht nach unten herausfallen kann. Zur Befestigung der Halterung für die inaktiven Stifte müssen 4 Schrauben am Rahmen durch längere Exemplare ersetzt und von unten nach oben eingeschraubt werden. 4 verschiedenfarbige Stifte passen in die Aufhängung am oberen Teil des Rahmens, womit in Farbe geplottet werden kann. Zum Wechsel wird der aktuelle Stift in die Vorrichtung eingehängt und der neue Stift aus der Halterung entnommen. Beim Aufnehmen des neuen Stifts fährt der Plotter die X-Achse beim Anheben hin und her, um das Hereinrutschen des Vierkantrohres zu erleichtern. Mein Perl-Skript zur Umwandlung der Vektorgrafiken fügt die Befehle zum Stiftwechsel automatisch in die generierten G-Code-Dateien ein. Dazu müssen die Koordinaten für die Positionen der Stifte durch manuelles Ansteuern ermittelt und in den Quellcode des Skripts eingegeben werden. Die Spitze des Stifts sollte nur möglichst wenig aus dem Vierkantrohr herausragen, um den Hebel und somit das Spiel klein zu halten. Gefüllte Flächen werden mit einer Schraffur versehen. Die Berechnung von Füllungen ist knifflig, bei diesem Beispiel sind die Linien der Schraffur in der Vorlage manuell erstellt worden. Mein Perl-Skript zum Umwandeln von SVG-Grafiken erzeugt nur G-Code-Befehle für Umrisse oder Linien, Füllungen werden ignoriert. Grafiken lassen sich selbst mit dem billigsten Tintenstrahldrucker besser zu Papier bringen, dieser Plotter ist nicht unbedingt als Werkzeug, sondern mehr als Lernzeug zu sehen. Die Glasplatte steht an der Vorderkante des Druckbetts beim Plotten um etwa 4 cm über, um den Versatz zwischen Düsennadel und Stift auszugleichen. Mathematische Funktionen können in X- und Y-Koordinaten ausgegeben werden, womit selbst kurze Programmzeilen interessante Plots ergeben. Hier entstehen Ellipsen, hier sind es Spiralen
und hier Parabeln inklusive dem zugehörigen Koordinatensystem. Ein Vorteil dieses selbstgebauten Plotters gegenüber einem Tintenstrahldrucker ist die Tatsache, dass eine größere Vielfalt an Materialien verarbeitet werden kann. Hier plotte ich mit Permanentmarkern auf einer Spiegelkachel. Nimmt man abwischbare Stifte, so kann man seine Software auf diesem Plotter extrem kostengünstig testen. Es wird kein Papier verschwendet, wenn ein Experiment schief geht. Die 3D-Dateien aller Teile für die Umrüstung des Druckers und die von mir verwendete Software gibt's auf meinen Seiten als Download. Weitere Umbauten an diesem kostengünstigen 3D-Drucker werden in folgenden Videos gezeigt. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!